Hallo, liebe angeln.de-Zuschauer. Ich war im Mai des vergangenen Jahres gemeinsam mit Stefan Gockel auf den Diemelsee. Das Thema hieß Audiobarsche und es ging in diesem Beitrag auf Barsche mit der Wurmmontage. Jeder Wurmangler kennt das. Wenn es gut beißt, dann sind auf einmal ganz schnell die Würmer aufgebraucht und man kann nicht weitermachen. Da gehen sie dahin. Würmli ist weg. Da unser Dreh über 2 Tage verlief und wir am Ende des Drehtages bereits aktuellen Wurmnotstand hatten, mussten wir versuchen, mit einfachen Hilfsmitteln ein paar Würmer zu bekommen. Stefan Gockel hat für solche Fälle 2 schöne Methoden, um einfach und unkompliziert noch ein paar Würmer zu bekommen und möchte uns dieses jetzt einmal zeigen. Würmer rütteln. Heute mit einer Schippe. Normal nimmt man einen Spaten. Durch die Vibration spiele ich Maulwurf. Im besten Fall haben die Würmer Schiss und kommen so aus der Erde geschossen. So, ich muss mich konzentrieren. Guck da. 1, 2, da kommen sie. Gibt's ja gar nicht. Ja, Meister, ich bin der Mauli. 2 von denen ist ein großer. Und je länger du dran bleibst, je größer werden die Würmer. Da kommt der nächste. Ja, war ein bisschen früh. Wenn du da auf den kleinen Haken 4, 5 drauf machst. Ich glaube, ohne gescheites Werkzeug sind wir hier aufgeschmissen. Da gehen wir jetzt lieber noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und nachher, sobald es dunkel ist, vielleicht auch ein bisschen später, so gegen 1 Uhr, vielleicht schlafen wir vorher ein bisschen. Hast du Lust? Auf jeden Fall, dann kommen die Tauwürmer an die Oberfläche und liegen dann im taunassen Gras. Man kann die so abpflücken, wenn man sich beeilt mit der roten Lampe. Aber das seht ihr dann nachher. Da der Tag schon relativ anstrengend gewesen war, hatten wir keine Lust mehr gehabt, nachts um 1 aufzustehen, um die Tauwürmer einzusammeln. Jedoch hatte Stefan noch eine weitere Idee. Er dreht einfach für einen Moment die Gehwegplatten um, denn unter den Gehwegplatten verbergen sich immer sehr schöne Tauwürmer. Ja. Der war mager. Tag, herzlich willkommen. Schon wieder ein Barsch. Einfach und relativ schnell hatte Stefan es geschafft, ein paar Würmer für den nächsten Tag zu besorgen. Wie er es geschafft hatte, die Barsche zu fangen und was es mit dem Titel Audiobarsche auf sich hat, das seht ihr in der aktuellen Ausgabe vom Blinker im Mai. Viel Spaß dabei!